Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem DM-Haul. Wir waren jetzt heute beim Einkaufen für 56,60. Ganz schön viel, aber irgendwie sind wir jetzt auch heute in Kauflaune gewesen und deswegen haben wir jetzt richtig zugeschlagen. Verzeiht sie bitte hier dieses ganze Chaos im Hintergrund, aber ihr seht hier, stehen jetzt bei Osterlämmer. Wir haben heute keinen Samstag. Ich habe Osterlämmer gebacken und hier kocht noch unsere leckere Suppe. Ja, deswegen ist jetzt auch der Hintergrund nicht so perfekt aufgeräumt. Aber es ist ja egal. Es ist ja wichtig, was ich euch zeige und nicht, was im Hintergrund ist. Also, wir haben zweimal Wattepads gekauft. So ganz lange für 95 Cent. Lange Schlangen. Da gibt es ja so viele tausend verschiedene. Aber ja. Ja. Und dann habe ich mir diesen Routine mitgenommen. Der soll ja total die Lippen aufboostern. Das möchte ich irgendwie mal ausprobieren. Ob das dann wirklich so ist, würde mich voll interessieren. Keine Ahnung. Das soll ja irgendwie nach ein paar Minuten oder so so knutschige Lippen haben. Schlauchbootlippen. Ein sexy Schmollmund, weil ich habe ja keinen. Was ist denn ein sexy Schmollmund, Mama? Sexy Schmollmund. Knutschige Lippen. Dann habe ich mir von Garnier Skincare eine Maske mitgenommen, weil ich liebe dieses Garnier Skincare. Das ist für meine Haut wirklich am allerbesten. 1,95 kostet es aber auch gleich. Das ist gar nicht teurer geworden. Aber was mir heute aufgefallen ist, dass sämtliche Nagellacke aus sind. Also leer weg. Also weiß ich nicht. Trended Up und Essence, keine Ahnung, warum jetzt auf einmal auch Nagellacke aus sind. Gut, dass ich mir meine Nägel selber mache, also mit Gel, weil wenn ich jetzt Nagellack brauchen würde, wäre es blöd. Natürlich sind auch wieder mal hier Wattestäbchen mitgekommen in der Plastikverpackung, weil die anderen mit Baumwoll-Wattestäbchen, die haben so komisch ausgeschaut, die waren in so einer komischen Packung. Da habe ich gesagt, nee, dann nehmen wir einfach hier im Plastik, weil da sind die schon drin, da kann man es rausnehmen und ja. Die haben echt komisch ausgeschaut. Ich sag's euch, jetzt dauert es nicht lang, dann bellt mein Hund wieder. Weil die Vögel zwitschern schon und sie ist da schon. Und Schwanzler, sie schaut mich schon an, sie wartet ab. Pflaster habe ich nur mitgenommen, weil letztens hätte ich Pflaster braucht, aber ich weiß eigentlich, dass ich erst auch eins bestellt gehabt habe von DM. So ein Natur-Bio-Irgendwas, aber das ist keine Ahnung, wo das ist. Verschollen. Weil wir haben nämlich teilweise einen Pumuckl da, der klaut immer Sachen. Also, wenn was verschwindet, war der das. Müsst ihr mal aufpassen, dass es für euch. Anspielung auf mich sein. Hier, Hund, habe ich gesagt. Vögel und Hund, bei uns geht's zur. Natürlich, ihr wisst ja, ich bin ein Duschgel-Opfer. Es ist so. Ich bin ein Duschgel-Opfer. Wir kommen zu der Tür rein. Und was steht da? Limited Edition. Duschgele, ja, ich kann nicht dran vorbei. Die haben gewusst, dass ich heute vorbeikommen will und zack, haben sie es hingestellt. Wow, für 65 Cent, genau. Duftet nach Kokos und Frangipani. Frangipani ist so eine Blume. Weißt du Bescheid? Du kriegst jetzt nichts, das wart halt ab. Frauli muss hier ein Video machen. Hättest du denn alles wegessen lassen, dann hättest du noch was. Du musst Trockenfutter essen erst einmal, ja? Ist ja nicht so, dass du verhungerst. Schön. Ja, wir waren auch noch beim Taco und beim Mr. Lady und mein Kind hat so eine tolle. Also mir gefällt sie nicht, aber ihr gefällt es. Jogginghose, die wo breiten Fuß hat und 7 Achtel ist, aber gut. So, natürlich, Duschgelopfer hat hier natürlich auch nochmal zugeschlagen. Jungle Breeze, eine orangen Blüten und weiße Pfirsich. Musst ja mit. Aber das riecht gut. Oh, das riecht wie Mandarine eigentlich fast. Oh, das ist besser. Das riecht noch. Ja. Oh. Ich glaube, es ist das Tosca. Kennst du das? Das alte Frauen. Alte Frauenparfüm. Naja. Aber das Blaue ist lecker. Hast du mir? Ja, habe ich gegessen. Dann wollte sich mein Tochterkind noch diese Fußmaske, oder hat sie sich diese Fußmaske mitgenommen, irgendwie erst Peeling, dann Maske, für 95 Cent, glaube ich, gell? War gar nicht so teuer. Dann natürlich zu Garnier Skin Active auch noch dieses Hautklar 3 in 1, das kann man als zum Reinigen, als Peeling und als Maske hernehmen.
Das ist super, ich liebe diese Produkte, die helfen mir wirklich, meine Problemhaut einigermaßen in den Griff zu bekommen. Deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Genau. Ich mache jetzt mal einfach alles durcheinander, was mir entgegenkommt. Das Shampoo hat sich mein Kind ausgesucht. Das riecht aber lecker nach Mango. Oh, das riecht wirklich nach Mango. Oh, lecker, lecker. Ohne Silikone. War auch gleich am Anfang gestanden. Anscheinend haben die gerade so dieses Tropical Feeling irgendwie. Ist also wir haben dann hat sie sich noch einen Riegel, also insgesamt hat sie sich drei Riegel ausgesucht. Ein Eiweißriegel ist schon draufgegangen im Auto, da war der Hunger größer. So, dann habe ich ein Spülmittel mitgenommen, weil das habe ich jetzt beim Einkaufen ständig vergessen. Und kurz bevor wir zur Kasse sind, ist mir das jetzt noch hier eingefallen. Und ich habe jetzt mal das Ecovert mitgenommen zum Ausprobieren. Ich wollte eigentlich lieber Pril mitnehmen, aber gut, wir probieren jetzt das aus. Weil ja, das, ihr wisst ja, durch dieses leckere und super tolle Love Nature dieses Waschmittel habt, da bin ich mit dem Spülmittel überhaupt nicht zufrieden. Ne? Sonst hätte ich das mitgenommen, weil das gibt es ja auch in Cherry Blossom. Aber wir probieren jetzt das einfach aus. Ich habe das Gefühl, du machst Kirsche sehr gerne. Ja, aber das ist so ein leckerer Duft. Bloß es hilft mir nichts, wenn ich keine Pfannen spüle oder kann ja Pfannen spülen. Das so. Von Balea, das Natural Beauty, das Shampoo hat sich auch noch mein Tochterkind mitgenommen. Ich bin auch ein Natural Beauty. Das mag ich auch ganz gern. Das haben wir schon. Ich muss ich an der Tür mal irgendwo die Spülung. Dann haben wir nochmal hier noch ein Duschgel. Ja, ihr wisst, der Duschgel-Opfer. Das riecht auch lecker. Nach Papaya und Mangoblüte. Es ist wie das Shampoo. Da gibt es ja noch, das ist lecker. Also drei Duschgele für die Mutter. Hier habe ich nochmal Balea Feuchtigkeit Shampoo und die Spülung. Und ich weiß jetzt mal beim letzten Haul, ich glaube, ich habe das Shampoo nicht bekommen und deswegen nur die Spülung gekauft. Und jetzt habe ich einfach hier. Ich habe es nicht mehr genau gewusst und habe mir beides mitgenommen. Sagen wir es einfach so. Einfach, Wahrheit auf dem Tisch, habe ich mir gedacht, nehme ich mir beides mit, geht ja nicht kaputt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Alzheimer lässt grüßen. Aber okay. Darf man. Dann habe ich aber auch Alzheimer. Darf man. Wenn ich jetzt dann her noch das Zeug ins Schlafzimmer in meinen Schrank bringe, in die Box, wo ich alles drin habe, dann wird mich der Schlag treffen, weil ich sage, spinnst du, du hast 1000 Duschgele, Shampoo, Spülung. Der Vorteil ist, wenn, wenn irgendwo Geburtstag ist, wir haben ja immer von Bilou, haben wir ja immer. Weißt du, was wir vergessen haben? Ich wollte für Bilou den neuen Kaugummi mitnehmen. Kaugummi? Ja. Oh, haben wir vergessen. Verlatter Duschgel, naja. Also hier auch nochmal Vogandier, das Gesichtswasser und ich liebe es, weil da ist Alkohol drin und ich habe nur das Gefühl, weil es aber Alkohol drin ist. Ja, weil ich habe nur das Gefühl, dass meine Haut perfekt gereinigt ist, wenn es brennt. Also wenn es hinterher ein bisschen brennt, dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es wirklich sauber. Dann ist es desinfiziert, dann ist es sauber. Weil die Haut schon in Flammen steht. Genau, dann, also, ja, weil das ohne Alkohol, ja, das ist auch nicht schlecht, aber ich brauche dieses clean Gefühl irgendwie. Ja, ist komisch, ist aber. Dann haben wir nochmal hier das Veggie-Hack mitgenommen. Das war super lecker. Da haben wir letztens, was haben wir, da haben wir den gemacht. Du hast den Hintern gemacht, dann habe ich das eingefroren. Und dann haben wir eine Schupfnudelpfanne gemacht. War echt super lecker. Einfach Wasser dazu, ein bisschen quellen lassen. Fertig. Natürlich für meine kleine Tochter gibt es hier Vitaminbeeren. So logisch. Eine Tuchmaske haben wir mitgenommen. Das ist dieses Zicklein hier, ist auch so süß. Das ist ganz gleich. Ja. Dann habe ich hier noch eine Haarmaske mitgenommen. Die brauche ich jetzt für meine Haare, weil ihr seht, ich habe die gefärbt jetzt wieder. Die sind jetzt aber total trockener und noch so gelb. Und bevor ich jetzt auch mein Silber-Shampoo ausprobiere, mein neues, was ich habe, muss ich erstmal hier richtig die Haarmaske drauf. Und müssen sich die Poren schließen, sonst werden meine Haare blau vom Silber-Shampoo oder lila. Dann bist du ein Schlumpf. Das schaue ich aus wie Milka Kuh nämlich. Und deswegen brauche ich erstmal eine richtige Haarmaske. Die muss ich richtig mal 20 Minuten einwirken lassen. Das mache ich ja auch noch gleich. Und dann werde ich morgen mein Silber-Shampoo ausprobieren. Weil die Farbe ist eigentlich immer voll cool, die färbt wirklich sehr hell, dadurch, dass ich so dunkle Haare habe. Ja. Probieren wir einfach aus. Dann habe ich von Trended Up
diese Nagelfolie mitgenommen. Die habe ich da gesehen. Und ich habe ja schon erwähnt, ich mache meine Nägel immer selber, meine Gelnägel. Und anstatt, dass ich dann halt einfach so einen Gelnagellack oben drauf haue, werde ich mir mal die Folien drauf machen. Mal schauen, wie das ist. Und da mir ja eigentlich jetzt einer abgebrochen ist. Aber nee, das mache ich nicht. Weil da brauche ich dann Ruhe dazu, weil morgen ist dann zu stressig. Aber ich dachte, das ist ganz cool. Und auch noch mit so bunt, weil ich liebe ja bunt. Also. Und wisst ihr was ist ganz... Ich bin immer die Pinke und Rosa und so. Und jetzt nimmt mir mein Kind, die wo immer nur schwarz ist. Alles ist dunkelschwarz. Es läuft sie mit den Rang ab. Es fängt sie an mit Rosa und Pink. Ich kann nichts dafür. Ich bin gerade in so einem... In so einer Phase. Sie ist in einer Pink-Phase. Deswegen wollt ihr auch diesen grünen Smoothie. Weil ich in der Pink-Phase bin. Genau. Weil der grüne Smoothie hier, seht ihr, passt perfekt hier. Grüner Smoothie. Danke. In der Glasflasche. Sehr so, dann haben wir noch hier Nageltrockenspray, weil mein Tochterkind, die macht end super toll geile Nägel. Die macht Videos auch da vorne super toll. Also da braucht sie immer auch den Trockenspray, wenn sie normalen Nagellack kennt, aber bekommt sie natürlich. Bekommt sie. Sag ich, wir waren voll in Shopping-Laune heute. Hier ist dann noch diese Spülung für im Shampoo. Dann, halt, dann braucht sie natürlich auch noch Augenpads, weil klar mit 13, ihr wisst ja, das, für die Falten. Ganz, ganz schlimm, die hat Augenringe bis hier runter, also den braucht man, das Klara braucht man und deswegen auch gleich zwei Packungen, weil die kann man auch untereinander packen. Ich wollte mir eigentlich von diesem Bee, wo ich diesen Lippenbooster habe, da gibt es eigentlich so Augen. Patches heißen die, gell? Die, wo man dann irgendwie befeuchtet mit Wasser und dann lösen sich die auf. Wenn das löst, das geht dann alles in die Haut rein, aber die habe ich leider nicht bekommen bei uns am DM. Muss ich vielleicht doch online bestellen. Ja, hier habe ich ja Bier. Genau. Da habe ich noch eine, was habe ich da? Eine Peel-Off-Maske. Und für der Firma gibt es eben diese Augenpatches, aber die habe ich jetzt bei uns nicht gesehen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Entweder sind es aus oder ich weiß es nicht. Aber das schaut auf jeden Fall heute noch an. Ich weiß gar nicht, wie viel Maske ich mir zuerst drauf tue. Erst die und dann die Tuchmaske. Kann ich da vorbei, ohne dass man mich sieht? Ja, kommst du vorbei, ohne dass man dich sieht. Und das ist der zweite Riegel. Auch ein Proteinriegel. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen jetzt mal diese Bio-Erdbeermarmelade mit. Die hat 75% Erdbeeren. Bin ich gespannt, wie die schmeckt. Wir haben fast keine mehr. Ich habe letztens ja auch bloß Aprikose noch bekommen und keine Erdbeeren mehr. Kostet 2,75 oder so. Aber gut, wenn es gut schmeckt. Und das Glas ist nicht ganz so riesengroß. Habe ich ja mein Food Hall letztens schon gesagt, dass ich die kleinen Gläser lieber mag. Ist besser. Macht man nicht so viel. Dann habe ich mir einen Augenbrauenstift mitgenommen. Ich hatte ja aber in meinem letzten DM-Haul, glaube ich, hatte ich eine bestellt. Das war in der Farbe, die wo ich schon mal gehabt habe. Bloß komischerweise war der Inhalt dann rot, also so rotbraun. Also nicht dunkel, sondern rotbraun. War ich total, ist mir so, hä? Ganz komisch, warum? Aber gut. War wahrscheinlich falsch gefüllt oder so. Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall braun, habe ich auch gleich nachgeschaut. Also in Zukunft kaufe ich mir dann dieselbe und bestelle es nicht. Dann kann ich gleich überprüfen, weil so muss ich es wieder, ich weiß nicht, ob ich es dann ins Geschäft zurückbringen könnte, oder, aber dann fahre ich ja auch nicht, ach, das ist mir alles zu blöd. Das ist mir alles zu doof, Nanat. Deswegen fahre ich halt dann lieber, wenn ich jetzt brauche. Was haben wir jetzt noch hier? Eine Erdbeer-Peeling-Maske für Schäden. Das hat sich auch mein Kind mitgenommen. Ja, die braucht es ja auch. Die macht das sogar öfters für ich und das finde ich ja super. Deswegen hat die auch so gute Haut. Fängt so ein bisschen mit Pickelchen an und deswegen hat sie sich dann hier auch von meiner Garnier Skin Active, was ich gern habe, diese Bürste mitgenommen, weil sie habe ich früher einmal gehabt und die ist toll. Da dreht man einfach einmal auf und dann hat man, zeige ich euch, da hat man so ein Bürstchen dran. Und man dreht einfach den Kopf dann hier so oben einmal rum, dann ist es offen, da seht ihr jetzt dieses Loch jetzt, ist offen. Dann kann man drauf drücken, kann es wieder zoomen. Jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. Lauter hier. Also, man dreht hier auf, dann hat man das Loch. Dann drückt man drauf, dann kommt was raus. Dann dreht man wieder zu. Dann ist es eigentlich normal geschlossener. Dann ist es auf jeden Fall. Dann ist es geschlossen, wenn es wieder so dasteht. Und dann kann man hier schön die Haut befeuchten und sich wirklich hier super reinigen mit der Bürste. Und das finde ich toll. Das ist richtig toll. Also, das finde ich klasse. Deswegen haben wir das jetzt noch mitgenommen. Es wird
gleich auf. Dann habe ich Haargummis für sie noch mitgenommen, die hat sie gebraucht oder hat sie sich selber mitgenommen. Da habe ich ja letztens beim Teddy zwar welche auch mitgenommen, aber die waren dann bunt und da wollte es doch keine bunten oder hat es keine schwarzen geben. Und jetzt hätten wir es fast. Hier habe ich noch die SOS-Intensivkur, Foglitzkur. Die werde ich jetzt gleich drauf hauen auf meinen Kopf und dann für sehr geschädigtes und trockenes Haar, das brauchen meine Haare jetzt einfach auch. Das mache ich jetzt gleich und dann gibt es noch Suppe zum Essen. Und dann freue ich mich. Schaut zum Fenster rein und lacht, bringt mich voll durcheinander. Hier hinten ist hier da meine Ente. Das eine ist eine Ente geworden, das andere ist ein Lamm geworden. Ich werde das Video aber auch erst, ich werde es nach Ostern sehen. Vielleicht am Ostermontag werde ich es hochladen. Also ich wünsche euch aber dann trotzdem, also ich hoffe, ihr habt so schöne Ostern gehabt und ich wünsche euch viel zum Osterhasner, dass ihr euch viele schöne Eier und Schokolade versteckt. Und genau. War jetzt so voll motiviert, eben gleich noch mein DM-Haul zu machen. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal ein Rossmann-Haul, ob ich beim Rossmann nicht so gut zurechtkomme. Ich weiß auch nicht wieso. Genau. Aber nächste Woche gibt es dann auch auf jeden Fall wieder ein Food-Haul, wenn ich dann zum Einkaufen gehe. Eventuell Kaufland wieder oder Aldi, da muss ich schauen. Genau. Jetzt sind die Tiere fast ruhig, Vögel sind fast ruhig. Hund hat jetzt auch Ruhe gegeben, die hat jetzt Hunger, die kriegt noch was. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auf Instagram mich verfolgen wollt, ihr wisst es ja wie immer, Mizos Welt, schaut einfach vorbei, da versuche ich wirklich, also ich poste jeden Tag was, manchmal hört es mich einfach nur labern, ist einfach so. Und aber ich würde mich absolut über einen Daumen nach oben freuen und lasst ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann halt nicht. Über einen Daumen nach oben, das freut mich schon sehr. Bitte. Nee, schmal. Macht was ihr richtig hält. Und in diesem Sinn wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.